Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Im letzten Part, ja, wieder sehr oft gestorben. Und ja, wir haben Bekanntschaft mit dem ersten Tempo-Komet gemacht und der war ja nicht so gerade geil gewesen. Aber ja gut, wir machen nicht weiter, beziehungsweise wir machen jetzt keine neue Galaxie, sondern machen die Glasstrand-Galaxie für diesen geheimen Stern da. Denn ich wurde von einem Kommentar mal hingewiesen, Grüße gehen raus an Marvin, du weißt Bescheid, dass es was mit dieser eine Schatzkiste zu tun hat. Da habe ich mich mal bei einem Part überhaupt nicht gewundert, wie ich den aufmachen kann. Und das hat ja was mit diesen Shells zu tun. Also mit den Green Shells. Oder Red Shells, ist eigentlich egal. Man kann auf jeden Fall mit den Panzern ja die Schatztruhen öffnen. Warum ich nicht da selber auf die Idee gekommen bin. Ich war einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich war irgendwie komplett woanders. Ich weiß nicht warum. Obwohl es eigentlich voll easy ist. Wo war der nochmal genau gewesen? Ich kann auch in diese Perspektive doch irgendwie wechseln. Ja genau. Der war irgendwo hier oben gewesen. Irgendwo hier oben war diese Schatztruhe gewesen. Deswegen hole ich mir jetzt schnell einen Panzer. Und gehe mal auf die Sache, auf den Grund. Und mach das mal. Denk mal, das wird schon gut klappen. Jetzt muss ich aber nur irgendwie hochkommen. Ja, das ist eigentlich auch voll easy. Oder? Ja, doch. Ja, machen noch einen Dreisprung, ne? Aber einen Weitsprung kann er, glaube ich, nicht ausführen, wenn er was in den Händen hält, ne? Kann das sein? Ach, hier, genau, da ist er. So. Der müsste jetzt hier drinne sein, ne? Naja, so eine Art. Auf jeden Fall fehlt er mich weiter. Huh? Okay, ist ja komplett random. Warte mal, ich glaube, da bringt Weitsprung was. Nö, doch nicht. Hä? Wie komme ich dann zu diesem komischen Stern? Zu dieser, naja, zu dieser Münze? Naja, ich versuche irgendwie nach oben zu kommen und dann so irgendwie diese Münze einzusammeln. Diese komischen Enten, ey. Die kenne ich nur noch aus Mario Kart Wii. Na komm, kann man die nicht irgendwie besiegen? Hä? Na okay, dann halt nicht, egal. Dann lass es halt bleiben. So. Wie komme ich überhaupt nach oben? Hä? Hat das was mit dem Wasser zu tun? Wie komme ich bitte schon nach oben? Hä? Oder? Ja, du sollst doch schwimmen. Achso, der kann das nur unter Wasser irgendwie. Aber wie ich die Steuerung im Wasser irgendwie aber nicht kann. Die ist so beschissen, ne? Ah, Alter, geht aber da nach oben. Ey, ich hasse diese Steuerung hier im Wasser, ne? Ein Wandsprung sowieso nicht, glaube ich nicht. Und wenn, wäre das voll merkwürdig. Am Ende ist es wirklich so. Nee, glaube ich nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Ja, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht gerade, ne? Hä? Aber die kann ich aber auch nicht besiegen, oder wie? Ach, die bringen mich nach oben. Aber das bringt mir auch nicht viel. Oder warte mal. Nee. Folgt mir mal hier bitte, wenn das okay wäre. Da komme ich wenigstens an diese Fragezeichenmünze hier daran. So. Danke dafür.
Was? Eine Eisblume? Lol. Okay, gönne ich mir auf jeden Fall. Nice. Die gab's schon damals? Ich kann mich nur an eine NSMBW daran erinnern. Lol, okay. Geburt zu Eis Mario. Schüttle die Wii-Fernbedienung, um zu skaten. Nice. Du kannst auch auf Wasser laufen. Lol. Ach so. Ist ja richtig nice. Ach, da kann ich dann solche Wandsprünge dann ausführen. Komm schon. Nein, jetzt bin ich so dumm beim Laufen. Das ist auch noch begrenzt? Hä? Warum ist das auch noch begrenzt? Muss ich das verstehen? Ah, okay, aber die respawnt immer. Okay, das ist schön. Und diese Eisteile da, die ich hier gemacht habe, die bleiben. Ja, aber nicht für immer. Nur für eine kurze Zeit. Schade. Es ist aber voll geil. Hätte spring doch da dran. Hä, hey, bist du dumm? Hä? Bin eindeutig zu dumm. Kannst du bitte wieder da nach oben? Ey, wie ich diese Steuerung im Wasser sowas von hasse, ey. Hallo! Ich krieg's einfach nicht gebacken. Dankeschön. Nee, das werde ich nie hinkriegen, ne? Oh, Mann. Schlimm. Nein. Nein, geh weg, Mann. Vielleicht macht es hier ein bisschen mehr Sinn, weil es hier etwas kürzer ist. Ja, macht mehr Sinn. Irgendwie. Ja, trifft mich noch. Ist klar, Mann. Hä, das hat ja gar nichts gebracht. Nein, nicht im Wasser. Hä, das hat ja mal gar nichts gebracht. Ich krieg's einfach nicht gebacken, ne? Aber komm, jetzt hier ist es easy. Da jetzt hier lang zu gehen. Okay, das sieht gut aus. Ja, what the fuck? Ich bin ja fast am Verrecken jetzt hier, ne? Oh mein Gott. Alter, ich war fast tot. Ich muss Münzen sammeln. Ah ne, da ist sogar der Stern. Lol. Kann ich hier da nicht so komisch hochklettern? Geht das nicht? Ich muss die sowieso nochmal nehmen. Also gib mal her den Shit. Ach so, ich muss mich da hier treffen lassen, damit das hier überhaupt funktioniert. Ach so. Nein. Oh nee, ne? Ach, nur eine Münze. Da muss ich hin. Für den Stern bin ich dumm. Nein, jetzt will ich deine Hilfe auch nicht mehr. Voll blind eigentlich hier reingefallen. Bauen sowieso nochmal. Komm. So, jetzt aber. Komm. Oh, bist du dumm? Manche Gegner sind einfach so voll klug, ne? Bitte komm zu mir. Nein, du sollst hier hinlaufen. Oh, warum gehen die nach einer Weile wieder kaputt? Ey, das ist doch wieder so kacke. Ja, wieder die diverse Wassersteuerung, die ich hier überhaupt nicht leiden kann. Wenn ich jetzt hier noch sterbe, deswegen, ey, das ist so belastend. Geh aus diesem scheiß Wasser raus, dankeschön.
Ja! Ja, endlich! Hat auch keine 10 Minuten gedauert, ne? Pff, überhaupt nicht. Alter, ich muss erstmal auf den Gedanken kommen hier. Am Anfang, wie komme ich da oben? Ja, hat auch erstmal ein bisschen gedauert und jetzt auch auf einmal. Schön. Wow, nach 10 Minuten. Oh, das ist so dumm. Das ist so bitter schon. Bitter Schokolade. Hehe. Nö, eigentlich nicht. So, auf jeden Fall machen wir einen Stern, weil nur die für die 10 Minuten. Nee. Machen wir noch einen hinterher. So, bis jetzt haben wir das voll. Das habe ich auch erstmal gebacken bekommen. Mache ich eine neue Galaxie frei oder... Nee, ich mache mal das andere frei. Bin mal gespannt, was das ist. Wahrscheinlich auch irgend so ein Testkram oder so, denke ich mal. Schwimmlandgalaxie. Okay. Hat aber auch nur einen Stern. Das sieht aus wie ein Pokéball. Lol. Schwimmlandgalaxie. Okay, definitiv auf jeden Fall nichts für mich, weil, wie gesagt, ich kann diese Steuerung einfach nicht. Während des Schwimmens. Ich weiß nicht. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Die Marinefestung. Hört sich interessant an. Achso, das ist ja nur dieser Turm. Okay. Die Marinefestung. Sieht ja ganz interesting aus. Das hier war früher mal eine Wasserfestung, genannt Schwimmland, aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben hier Wache. Mhm. Hast du das gewusst? Wenn du das Senkblei im Wasser zerstörst, steigt der mittlere Turm in die Höhe. Nö, jetzt weiß ich Bescheid. Danke für die Info. Bringt das was, dass ich unten mal nachschaue, so einfach nur mal so zum Schwimmen? Kannst du auch mal... Danke dafür. Aber das bringt nicht viel, oder? Ich hier einmal unten hier nachschaue. Ah, da kommen noch irgendwelche Kugelwillis auch noch. Boah, nee, ne? Ah, nee, wobei ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Danke dafür. Ich sauf gleich, ey. Dann gehe ich mal lieber schnell nach oben. So, jetzt kommen wir ja wieder nach unten, ne? Da gehe ich auf jeden Fall direkt zur Röhre. Bin mal gespannt, was dann da abgeht. Wenn ich es irgendwie gebacken kriege. Ich kann diese Schwimmsteuerung einfach nicht, weil ich die so... Die ist so scheiße. Geh mal direkt nach unten und nicht irgendwie nur schräg irgendwie so ganz komisch. Ah ja, durch die Strömung gelang ich auch da. Direkt rein. Jetzt bin ich ganz oben. Nee, ich bin auf diesem... Wie ich es vorhin genannt habe, auf diesem Pokéball. Kann ich einfach so erledigen? Nö, kann ich nicht... Nein! Alter, verpisst euch, ey. Wow, was für eine Ausbeute. Hä, wenn man wird so oder so getroffen, also kann man die gar nicht so wegspringen, irgendwie, dass sie so sterben. Macht ja voll Sinn. Achso, ich bin wieder dafür direkt im Wasser. Wollte ich eigentlich gar nicht. Achso, ich kann auch gar nicht mal raus dafür. Wow. Ich glaube, ich versuche mal eher weiter oben mein Glück. Ich glaube, das würde dann etwas mehr Sinn machen, wenn ich überhaupt etwas weiter nach oben komme überhaupt. Ich weiß gerade selbst nicht. Schwimmt der normalerweise immer so lahm? Das ist ja voll, ey. Nervig. Schwimm doch mal schneller, bitte. Ich wäre dir verbunden.
Oder komme ich überhaupt irgendwie nach oben? Nee, wahrscheinlich irgendwie nicht so. Also muss ich ja nach unten. Kamera? Nein, nach unten, nicht nach oben. Ich krieg diese Steuerung einfach nicht hin im Wasser. Die ist so ätzend. War ich nicht auch noch eine andere Röhre hier gewesen? Ich glaube, das hat was gebracht, ja. Ja, schon. Sogar recht viel. Ich glaube, da gehe ich mal wieder mal nach oben. So, komisch weggedrängt zu werden, das wollte ich jetzt auch nicht. Na komm, schwimm doch. Ah, hier wird ein paar Mini-Sterne. Warte mal, das ist der falsche Weg. Ich muss woanders hin. Ah, wenigstens bin ich schon mal etwas weit gekommen. War dieser kleine Stern hier hinten auch schon da? Habe ich jetzt erstmal gesehen. Ich glaube, da warte ich mal lieber. Häng dich doch da dran. Beziehungsweise, genau, so. Gut. Oh nein, diese. Wir haben einfach gar nichts gemacht, okay. Ja, so ist auch gut, ne? Ah, ich warte lieber. Will er hier keine unnötigen Tote? Ach du Scheiße. Oh, es hat sogar etwas gebracht, den Twomp als Plattform zu benutzen, um weiter nach oben zu kommen. Wenn ich jetzt getroffen würde, ey, das wäre jetzt nicht so geil. Oh, da ist noch so ein Sternteil. Ah, schade. Na komm schon. So. Junge, ist doch nicht so schwer. So. Ah, so langsam komme ich doch voran. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, hier ist es sicherer so ein... Ey, nee, ey. Ey, 3D-Games sind manchmal nervig. Bei solchen Sachen. Geh doch da hoch, Mann. Ey, bist du irgendwie gerade zu doof oder so dafür? Oder hast du einfach nur keinen Bock drauf? Nein. Nein. Dreckige Kackblase. Ey, Mann, ey. Motivation ist wieder voll down. Bin ich geil? Ey, geh da nach oben. Bist du zu doof dafür? Meine Fresse. Nein? Alter, kannst du nicht einfach darüber gehen? Meine Fresse, stell dich nicht so an, ey. Meine Güte. Ich muss auch noch diese komischen Sternteile noch einsammeln. Wovon ich gerade mal zwei habe. Schade, hätte klappen können. Aber ich stelle mich gerade richtig wie der letzte Noob an irgendwie. Ich weiß nicht. Ist doch eigentlich überhaupt nicht so schwer. Aber ich stelle mich an wie, keine Ahnung. Ja, war doch klar, ey. Mann. Ja, war ja auch so ein komisches Drehrad gewesen. Und das hätte... Hä? So ein Begomann?
Cool. Trotzdem kriege ich es nicht gebacken, weil ich so dumm bin. Ja, schon wieder nicht. So, deswegen ist auch extra auch die Markierung, ne? So, und jetzt? Also bewegen sich jetzt alle Plattformen oder was? Und das bringt mir recht viel. Irgendwie. Zu viele bewegende Plattformen am Start. Oh, wenn ich jetzt hier noch fail, nee. Dann wäre ich schon mal da am Ausrasten wahrscheinlich. Nee. Mir fehlen noch zwei Teile. Ich will jetzt auch nichts riskieren. Da irgend so ein Ultra-Jump hier auszuführen. Komm, ein Sternteil. Brauche ich noch. Wo ist das letzte? Ich gebe mir mal das ab. Das ist ja leicht zu kriegen. Ach du Scheiße. Ah, ich glaube, das bekomme ich von diesem riesen Begoman-Typ da, kann das sein? Ich gebe mir erstmal das ab. So. Oh ja, nicht failen, ey. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. So. Der Sprung muss jetzt sitzen. So. Ah, okay. Und wo ist der? Ach so, da, das waren ja diese blauen Teile hier gewesen, die ich leider nicht mehr ausstehen kann. Seit ich da übelst krass gefailt habe. Hä? Fuck, wie kriege ich das hin? Und nun? Hä? Muss ich das jetzt irgendwie verstehen? Eis, hier ist so eine Schraube wenigstens. Ah, oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Das sieht wirklich aus wie so ein Pokéball, ne? Da holen wir uns alle von diesen Sternchen hier. So, jetzt nur noch zum Stern, dann habe ich es endlich geschafft. Oh, ich habe mich einfach nur richtig dämlich angestellt, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Wirklich wie so ein Noob, ey, ohne Witz. Ey, das ist so, oh, nee. Nee. Aber ich hab's wenigstens endlich geschafft. Yay! Oh, Mann, ey, war das doch so ein Dreckspart irgendwie so. Kein Skill vorhanden. Oh, hab sowieso keinen Skill, also von daher. Oh, ja, gut. Oh, mein Gott. Erleichterung. Erleichterung. Speichern. Ja, ist auf jeden Fall safe dabei, wenn... Okay, Wii-Verbindungen hat noch Bock drauf. Alles gut. Ja, beenden wir diesen Part, würde ich mal sagen. Wie gesagt, manchmal ist ein gutes Ziel, in ein paar 2 Sterne zu bekommen, ist schön. Außer wenn es ein Dreckstern ist, ich fast einen ganzen Part dafür brauche, dann belasse ich es manchmal auch bei einem Stern. Aber wenn ich mal Glück habe, vor allem wie bei solchen, sag ich jetzt mal, Testplaneten ist easy zu bekommen. Also easy Sterne zu bekommen dafür, dann werden es halt mal 3, 4, 5. Kommt immer drauf an. Aber ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Und auch um keine Videos zu verpassen, auch gerne mal die Glocke aktivieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.